Liebe Zuschauer, an diesem Wochenende war ganz Graupa auf den Beinen. Das Ortsfest lockte mit Gralskämpfen, Vogelschießen und Wagner-Aufführungen. Einen Höhepunkt hat man sich aber noch ganz zum Schluss aufgehoben. Die zwei wichtigsten Tiere von Graupa bekommen heute ihren Namen. Was? Sie kennen die Tiere noch nicht? Dann stellen wir Ihnen die erstmal vor. Gestatten, das sind... Naja, einen Namen haben sie ja noch nicht. Bisher sind die beiden lediglich die Jungschwäne aus Neustadt in Sachsen. Seit November 2011 ist der Schlossteich ihr neues Zuhause. Ein gutes Jahr sind sie alt, inzwischen konnte auch das Geschlecht eindeutig bestimmt werden. Die Geschwister sind ein Männlein und ein Weiblein. Jetzt können sie endlich einen Namen bekommen. Doch was würde denn passen? Tristan und Isolde? Max und Moritz. Wir können ja Molly und Polly nennen von mir aus. Aber das hat wieder nur mit Lohengrin gar nichts zu tun. Karl und Carla? Lohengrin. Ja, das ist ja ein bisschen historisch, der Name. Und der gefällt mir. Und Elsa, das ist auch hübsch. Ne? Na, der Bezug zu Wagner ist schon mal nicht schlecht. Immerhin schrieb der in Graupa die Oper Lohengrin. Und dort kommt bekanntlich ein Schwan vor. Ja, Herr Herde, seit vergangenem Jahr sind die zwei Jungschwäne jetzt hier in Graupa. Haben Sie sich denn erstmal gut eingelebt? Was haben Sie für einen Eindruck? Ich denke doch, denn sie fühlen sich recht wohl hier und sind auf dem Wasser heimisch geworden, haben sich anfreunden müssen mit einer Familie Wildenten, aber ich denke, das klappt ganz gut. Besser als bei unserem alten Schwan Moritz, der die immer verjagt hat. Die ersten kleinen Eskapaden haben Sie sich ja auch schon geleistet, die Schwäne zumindest. Einer, was ist denn da vorgefallen? Ja, unsere Elsa, wie wir nur wissen seit heute, wie sie heißt, ist ein bisschen neugierig. Und sie konnte schon fliegen ein bisschen und hat das geschafft, auf die Brüstung des Teiches zu kommen. Und ist erst mal hier im Park spazieren gegangen und haben wir so zurückgetrieben. Und am anderen Tag war es auf einmal ganz weg. Und was war? Die Feuerwehrleitstelle ruft mich am Abend an, im Kleingarten hier oben ist ein Schwan, der frisst den Salat so, und findet nicht zurück. Ja, und der Herr Hirschmann, der in Pirna für die Vogelaufschutzstation zuständig ist, ist schnell gekommen. Wir haben sie eingefangen und wieder zurückgebracht. Ja, also den ersten Namen haben Sie ja nun schon verraten, aber wir wollen noch mal dazu kommen, wie wurden denn die Namen überhaupt ausgewählt? Und ja, wie viele Einsendungen oder Vorschläge gab es denn? Wir haben eine ganze Reihe Vorschläge gekriegt über die Sächsische Zeitung, die da mitgemacht hat, aber auch im Ort persönlich genannt wurden. Es gab dann so am Ende, sagen wir mal, 19 ernsthaft gemeinte Vorschläge und davon eigentlich nur zwei, die mehrfach erwähnt wurden. Das war einmal Tristan und Isolde und Elsa und Gottfried. Und der Ortschaftsrat, zumindest die sechs, die jetzt hier anwesend waren, nicht im Urlaub sind, haben einstimmig dann für Elsa und Gottfried entschieden, weil das so schön klappt. Die Lohengrin-Oper in Graupa eher komponiert wurde und die beiden Geschwisterpaare Elsa und Gottfried mit den Schwänen übereinstimmen. Ja, und wie das jetzt bei der Taufe geklappt hat, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wirklich taufen wollten sich die Schwäne dann doch nicht lassen. Nicht mal der frische Salat konnte sie locken. Doch die Sektdusche fürs Wasser tat es auch, samt segensreicher Worte von Wagner persönlich. Elsa und Gottfried, mögt ihr euch beide immer gut vertragen und zur Freude aller Graupa und aller Besucher des Wagner-Ortes noch lange Leben und Freude bringen. Elsa und Gottfried sollen erst einmal als Pärchen in Graupa zusammenleben, solange sie sich gut vertragen. Sollte es unter den Geschwistern Probleme geben, dann müssten sie jedoch getrennt werden. Ja, liebe Zuschauer, wenn Sie das nächste Mal etwas über Elsa und Gottfried aus Graupa hören, dann wissen Sie ganz genau, es handelt sich um die Wappentiere, um die Schwäne aus Graupa. Ja, am Ende gestatten Sie mir noch ein persönliches Wort. Aus familiären Gründen werde ich Pirna und damit auch das Lokalfernsehen verlassen. Das war heute also meine letzte aktuelle Reportage fürs Lokalfernsehen. Der Abschied ist nicht einfach, denn es hat mir immer Spaß gemacht, für Sie über das Geschehen aus Pirna zu berichten. An dieser Stelle sage ich damit auf Wiedersehen und bleiben Sie Pirna TV treu. Machen Sie es gut.